1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, zack. Vorsichtig hier runter, springen, dann passiert auch nichts. 9, bla bla bla, das brauchen wir jetzt hier auch erstmal nicht. Zack, zack, zack. Obwohl, die 26 Weizen kann ich ja jetzt erstmal zu Brote verwandeln. Und zwar müssten das dann... Wuhu, backe ein Brot. Dankeschön. 8 Brote sein. So, genau. Die Kartoffeln können wir auch erstmal damit reinlegen. Aber dann haben wir jetzt auch noch ein bisschen Verpflegung. Für den harten Weg. Halt, Moment, die Schaufel, die brauchen wir doch. So, ja, Werkzeug ist immer gut. So, ich weiß jetzt bloß nicht. Das brauchen wir nicht. Fichtenholz können wir ja erstmal da behalten. So, das können wir jetzt auch erstmal wegmachen, das auch. So. Jetzt überlege ich gerade, wie wir da am besten verfahren. Ich brauche auf jeden Fall hier noch ein bisschen was von dem verwandelt in kleine Fäckelchen. Halt andersrum, so. Dass wir da uns unter anderem auch nochmal mit dem Weg selber leuchten können. Und nicht ein Skelett nach dem Weg fragen müssen. So. Das Zeug machen wir jetzt auch nochmal zu ein paar Stöckchen. So, und die Stöckchen, die nutzen wir jetzt auch gleich nochmal, um uns zwei Spitzhacken zu machen. Zwei Spitzhacken und zwei Schaufeln. So, okay, zwei Schaufeln war jetzt echt ein bisschen übertrieben, aber halt, dass wir dahingehend ein bisschen was haben. So, nun gut, da haben wir schon ein Skelett. Zeig mir den Weg zum Eisen. Okay, das wusste den Weg anscheinend nicht. Aber, ich glaube, wir könnten hier irgendwo vielleicht einen Eingang finden für so eine Art Mine. Ich könnte natürlich auch hier gleich unweit von unserem Camp, da wo wir dieses Loch gefunden haben, da könnte man natürlich auch reinschreiten und auf die Suche gehen. Oder wir gehen einfach in dieses Loch. Irgendwelche tiefen Löcher, die sind immer gut, ne? So, fangen wir erstmal hier an mit der Kohle. Das Grundnahrungsmittel eines jeden Eisenbarrens. Oder der, der es bewähren möchte. So. Okay. Jetzt hätte der Creeper hinter mir stehen müssen. Aber nein, zum Glück war das nichts. So, okay, hier haben wir auch noch mal ein bisschen Kohle. Kohle, meine Kohle. Schubidu, Schubia, alles ist meine Kohle. Ja. So, gib mir die Kohle. Ich brauche die Kohle. Ganz viel Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, meine. Meine, meine, meine. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich einige. Mach mal die Augen zu, dann siehst du, was deins ist, Junge. Ich mach dich kaputt, Junge! So, okay, das hätten wir. Hier haben wir auch nochmal ein Stückchen Kohle rausgebrochen. Und oh, aus einem Stückchen Kohle wären drei Stückchen Kohle. So, oder sogar noch mehr. Ja, super. Oh, wie das Licht uns blendet. Das ist halt, weil einfach diese Kohle so fantastisch ist. Deswegen funkelt sie auch so. Moment, ich springe jetzt hier einfach mal ganz, ganz gechillt rüber. Uppa! Ja, super. Super duper! Super duper! Und wir sind schon wieder Stufe 26 und habe ich überhaupt schon einmal was verzaubert in dieser Session? In dieser Minecraft-Mission? Ich glaube nicht. Gott. So, liebe Leute, da habe ich gerade einen Anruf bekommen vom, vom Komitee zum Nobelpreis. Ja, und das ist natürlich super schön. Jetzt habe ich einen Nobelpreis bekommen. Ja, so geht das am Telefon.
ohne Festivität oder irgendwelche Sachen, ja. Ich weiß aber gar nicht, wieso, ja, wieso ich diesen Nobelpreis erhalten habe. Das haben sie nicht gesagt. Die haben nur gesagt, ja, melde das, du kriegst Nobelpreis. Ja, und was macht man da? Da sagt man einfach nur, ey, krass. Nee, Spaß beiseite. So, auf jeden Fall, wir sind hier weiterhin in dieser komischen Höhle unterwegs. Und ich werde mich jetzt hier wahrscheinlich Hals über Kopf verlaufen. Aber der Vorteil ist, der große Vorteil ist, wenn man sich wirklich arg verlaufen hat, kann man ganz einfach eine Sache machen. Man kann sich einfach schon stracks nach oben graben, auch wenn das Ewigkeiten dauert. So, hier habe ich echt keine Ahnung, wie wir das richtig lösen wollen, das Problemchen. Da unten ist ein Creeper. In dem Fall finde ich dann diesen Kies eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber die Frage ist dann bloß, wenn du weißt, was ich meine. So, hier haben wir zum Glück auch noch ein bisschen was. Wenn man nämlich keinen Kies mehr hat, dann ist diese Methodik, sich nach unten zu bauen, halt nicht so gewährleistet, Freunde. Ja? Logischerweise. Okay. Habe ich da unten gerade was gesehen? Hallo? Ach ne, das war das Loch. Ich dachte, da unten im Augenwinkel siehst du auf einmal da so eine blöde, dunkle Gestalt, ja, so ein Enderman oder so. Whoop! Du Schelm aus der Dunkelheit. Das Problem ist aber wahrlich, dass wir hier gerade gar nichts sehen. Und ich habe echt keine Böcke runterzufallen und nichts zu sehen. Okay. Das ist wie so eine riesengroße Höhle. Eine riesengroße Höhle! Einen Moment. So. Halt! Stopp. Okay, Fluchtweg bauen. Licht. 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 Spot on. What? Haha, voll verarscht, Junge. Voll verarscht, ja. Du bist ein Fernkämpfer, Junge. Du musst in den Fernkampf gehen und nicht in den Nahkampf. Hat er sich so gesagt, okay, ich habe Bajonett auf meinem Bogen gepflanzt. Ah! Ah! Amok! Amok! Wah! Amok! Stirb! 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 Wo ist der jetzt hin? What? Ja, okay. Gut, ich hatte überhaupt gar keine Angst, Freunde. Das war, ich war da ja meiner Sinne. Ja, also ist jetzt nicht so, als ob du da... Ey, guck mal! Der hat eine dicke Rüstung. Der hat eine dicke, fette Rüstung, Alter. Ja, er hat da Friss. Dem habe ich erstmal seine goldenen Hosen abgezogen. Dornen, oi! Jetzt haben wir eine Dornenhose an, ja. Jesus hatte eine Dornenkrone, wir haben eine Dornenhose. Das ist natürlich auch bitter, ja. Erst recht für die Eier. Das muss doch wehtun. Muss doch scheuern. Boah, vielleicht haben wir echt das Glück, dass wir hier irgendwo so einen Spawner finden. Mächte der Dunkelheit. Sie lechzen nach unserem Leben. Sie greifen mit ihren kalten, toten Fingern nach uns. So, da haben wir dich genatzt, Junge. Da haben wir dich voll genatzt nach Meta-Style. Ihr Meta-Style getötet. Ich glaube, hier ist Sackgasse. Genau, hier ist eine Sackgasse. So.
sackig. Eine sackige Gasse. Okay, halt, Moment, Moment. Ich kann ja die Steinaxt wegmachen und dafür dann halt das andere Zeug hier, diese Steinspitzhacken, schon mal in die Shortcut-Leister reinhauen. So. Genau, dann gehe ich nämlich jetzt auf dem Rückweg hier an die ganzen Ressourcen ran und nehme einfach alles mit. Das Problem ist, weswegen sind wir nochmal losgezogen? Wie Hänschen klein? Genau, wir wollten nämlich Eisen sammeln, ja? Wie viel Eisen haben wir mittlerweile? Nichts. Yeah, geil. Wie viel brauchen wir? 7, mindestens. Nee, 8. 8 sogar. Weil ich möchte es ja dann komplett dann gleich also gleich vernünftig haben. Da brauchen wir mindestens 8. So, außerdem, wenn wir noch so ein Sticky, so ein Schleim finden würden, wäre es auch gar nicht so verkehrt, ja? Mit so einem Schleim, da könnte man halt auch Geheimgänge oder Türen aus epischen Ausmaße bauen. Außerdem fällt mir gerade ein, wir brauchen ja auch noch Redstone. Also noch tiefer müssen wir hier in diese Mine. Ist natürlich auch sehr schön. Freue ich mich ja schon ziemlich drauf, dann ganz tief hier wieder hinabzusteigen, bis auf die Höhe der Balrogs, ja, wo uns dann wieder so ein feuerpeitschendes Wesen angreifen wird. Das wäre natürlich richtig geil, ja. Umso tiefer man gräbt, umso bösere Monster kämen. Das wäre echt mal eine geile Erneuerung bei Minecraft. So. Nein, unsere Steinspitzhacke ist geborsten. Aber nein, das ist gar kein Problem. Dann gehen wir hier mal weiter. So, okay. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es, Freunde. Ja, super. Super. Wir sind reich an Kohle. Wir haben Kohle, Freunde. Ja, wir haben über 100 Kohle. Ey, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Naja, obwohl es auch nicht schmeckt, aber hey. Lutscht niemals an Kohle, Freunde. Aber wir haben auch über 100 Kohle. Besser die Kohle in der Tasche als die Taube auf dem Dach, wa? So. Okay, weiter geht's. Weiter geht es. Weiter. Weiter. Hallo. Hallo. Ey, Skelettmann, Alter. Skelettmann, du kriegst gleich eine Handkante von mir. Halt, Moment. Nase kratzen. Oh Gott, das war nötig. So. Easy. So, jetzt die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist immerhin die Gerade. Immer noch. So wurde es mir beigebracht und es ist immer noch so. Und deswegen gehen wir jetzt hier auch einfach schnurstracks durch und nehmen uns einfach mal diesen ganzen Kies mit. Diesen ganzen Kiesmist. Zack, zack. Wupp! Nimm die Beine in die Hand und renn! Schlampe, renn, du Minecraft-Puppe! Oh, du heilige Kacke! Da macht's einfach mal. Ja, und dann wusste man sofort, ach du heilige Kacke. So. La, 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 la. Ich möchte einen Spawner finden. Spawner finden! Mensch, ich möchte Spawner finden! Ja, genau, das möchte ich. Ich möchte mir hier auch mal so eine Falle bauen hier, so eine Kammer des Schreckens. What? What? Oh Gott, die Musik trägt gar nicht gut dazu bei, ja, zu dieser
Expedition. Ich gucke mich hier lieber noch ein paar Mal mehr um. Cool. Hier sind wir durch. Und wir haben nicht ein Brikett Eisen gefunden. So, aber jetzt könnten wir eigentlich gleich nach Gehör gehen. Wo noch Hohlkammern sein könnten. Obwohl, wir hatten ja zwei Wege. Wir sind ja jetzt den oberen gegangen von der Höhle. Und wir hatten ja noch den nach unten Gehweg. Glaube ich. Oder war das der nach unten Gehweg? Das bin ich mir echt unsicher. So. Okay. So. Haben wir? Gut, 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 alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles super, alles tutti frutti. Oh Gott, jetzt haben wir über 128 Kohle. Über 128 Kohle. Plus dann halt noch den angebrochenen Stack. Also deswegen habe ich auch gesagt, dieses plus 128 Kohle.